Sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, ihr seht, ich stehe in der Mob-Farm, weil ich unten ein paar XP gefarmt habe. Und ich bin gerade allein auf dem Server. Grund, die anderen zwei sind noch nicht da. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich sehe es ja im Discord, wenn sie in der Aufnahme-Ecke chillen. ich will heute noch ein bisschen was vorbereiten. Denn ich möchte mit den anderen sehr gerne in ein Mansion gehen und dieses abluten. Dann möchte ich für mich persönlich noch einen Wither killen. Wo waren die Federn? Federn? Keine Ahnung, ich sag mal dort. Ein Wither möchte ich noch killen. Dann möchten wir auch noch das End besuchen. Und ja, okay, das war wieder ein reiner Fail. Ja, meine Villager-Farm ist erstmal dicht. Grund ist ja, Darko hat... Das war eine Katze eingesperrt. Grund, Darko hat ja immer bei mir die Villager getradet. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte die von Anfang bis Ende hochtraden. Und er hat es wohl so verstanden, dass ja ich immer nur diesen Trade-Übergang mache, dass wo die wechseln. Das wollte ich nicht. Ich wollte richtig von vornherein, von Anfang, so wie die auf irgendwas geprägt sind, wegen ihrem Beruf, bis zum letzten Teil freitraden. Das werde ich auch machen. Deswegen ist meine Villager-Farm unten erst einmal dicht. Und die wird auch erstmal dicht bleiben, bis das der Fall ist. Und ja, so eine Woodland Explorer Map haben wir nämlich schon mal hier. Ich habe unten noch einen weiteren. Ja, da werden wir noch ganz viel Spaß mit haben. Jetzt muss ich erst einmal gucken. Ich stelle mir die Kiste erst einmal hier hin. Da kommt das rein. Dann brauchen wir drei Betten. Da machen wir uns direkt weiße. Denn wir brauchen ja, eine Möglichkeit, ein Schlafen zu legen. Erstens die Nacht zu überspringen. Zweitens, dass wir dann auch dort wieder spawnen, falls wir hops genommen werden von den Mobs. Ein bisschen Essen brauchen wir. Da spendiere ich natürlich hier das Fleisch für jeden ein Stack und Fisch. Ich werde das Mansion nachher schon suchen gehen. Und werde... Ja. Wie werde ich das handhaben? Ich werde das Menschen suchen, ein Netherportal bauen und dann den, mir die Cords merken von unserem hier und dann durch den Nether zurückgehen, sodass der Weg bei weitem kürzer ist, denn man weiß ja, der Nether ist um ein Achtel kleiner als die Map. Oder ist nur ein Achtel so groß wie die normale Standard-Map. Ich glaube, ein Block hier sind 8 Blöcke im Nether. Das ist dann ein Achtel, ja. Und ja, dann brauche ich noch ein bisschen Ancient Debris. Wither-Köpfe haben wir hier. Soul Sand haben wir auch hier. Das reicht genau für 3 Stück. Ne, stopp mal. Ich brauche 1, 2, 3, 4 immer. Ja, doch, 3 Stück. So, da bereiten wir uns halt jetzt auch drauf vor. Allerdings das Problem, den werde ich halt alleine klatschen müssen, werden, tun, wie auch immer. Und ja, das werde ich auch machen. Das dahin...
Die Ender Chest bleibt erst einmal hier. Da ist nichts drin außer die Spawner. So, und ich wollte mich auch noch an Darko für den damaligen Troll mit den, wie soll ich sagen, Obsidian nochmal richtig schön rächen. Das werden wir auch in Angriff nehmen. Wir wissen ja, dass der Darko hier die Eierfarm hat. Da werden wir uns jetzt mal ein bisschen in seinem Haus austoben. Hallo Muschi. Ach, da ist so eine Bärenfarm. Ja, gut. Ich hoffe mal, das bringt hier was mit den Eiern. So. Das kann dauern, bis ich das Inventar leer habe. Sag mal, es müsste doch hier viel schneller gehen. Nur aufpassen, dass er jetzt nicht gerade spawnt oder online kommt, wenn ich hier ja die Eier verteile. Sag mal so, es ist kein schlimmer Troll. Die Tierchen sind schnell weggeklatscht. Oh Gott, ich dachte, der steht schon hier. Und ja. Also so schlimm ist es hier nicht. Das reicht auch vollkommen aus. Warum jetzt draußen ein Huhn ist, keine Ahnung. Ist bestimmt rausgeglitscht. Dann, genau, Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Wollte ich noch lunzen. Hier. Danke, denn ich brauche das Papier. Größtenteils, damit ich mit den Villagern traden kann unten. Ne, das ist eine Low-Bob-Farm, da passiert irgendwie gar nichts. Ach komm, lasst mich doch in Ruhe. Ja. Sogar getroffen. Meine Haut. Kriegt ihr nicht. So. Hier haben wir auch noch Zuckerrohr. Das andere lasse ich jetzt mal stehen. Das muss reichen, was ich habe. Und da pümmelt so eine Muschi rum. Geht doch. Schlafen legen, damit die Kacknacht verschwindet. Geht nicht, Monster in der Nähe. Ja. Sollte man sich halt überlegen. Das da rein, das. Stopp mal, falsch. Das, genau.
Das Fleisch von der einen Kuh kommt wieder hier rein. Und die Kartoffeln da. So, Zuckerrohr tue ich auch direkt verarbeiten zu Papier. Und ich sehe gerade, dass Darko im Discord ist. Ich werde mich da gleich entmuten. Moin moin Darko. Moin moin Darko. Das genau. Ich hätte die Betten nehmen können, ich Dulli. Ach, die schlafen ja alle. Dann muss ich das später machen. Darko, falls du mit mir redest, du bist gestummt. Dann würde ich sorgen. Wir versuchen als erstes den hier. Dazu gehe ich in den Nether. Ich ziehe aber vorher noch eine andere Rüstung an. Die es ein bisschen in sich hat. So. Ja, das Boot behalte ich jetzt einfach mal. Und davon nehmen wir 3 Stück mit. Ich hasse die Nacht in diesem Projekt. Und da wären wir schon mal hier. Jetzt muss ich nicht hier lang, sondern nach oben. Was ist hier draußen los? Warum bekämpft ihr euch? Ich möchte da nach oben. Krabben uns hier hoch. Das war ein Fehler. Ja gut. So, hier haben wir die Bedrock-Ebene. So, ich brauche einen passenden Spot dazu. Hi, hi. Moin, moin, und ich hasse dich. Warum? Ja, warum wohl? Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Ja, und hast mir Hühner hier reingepflanzt. Ist auf dem Server? Lol, gar nicht mitgekriegt. Ja, das war die Rache für das Obsidian. Falls du dich noch daran erinnerst. Tue ich nicht. Na dann. 1, 2, 3, das. Außerdem kommen.
Die Hühnchen, die ja, gehen ja noch. Besser als Obsidian, mit dem man Kisten zubaut. Vorher war es doch der Fahrstuhl, jetzt sind schon die Kisten, die du anmeckerst. Ja, wenn man an die Kisten muss, ist es schon scheiße. Das Obsidian hätte ich noch eine ganze Weile da gelassen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hier passt das sehr schön. 1, 2, 3. So. Wenn man die Köpfe setzt, ist ja egal. Komm ich da ran? Ja. So, da spawnt der Kriepel dann. Wir haben uns hier eine kleine Safe-Mauer bauen. Was machst du gerade eigentlich? Wizard klatschen und dann ein bisschen was in den nächsten ein, zwei Folgen vorbereiten. Für uns alle. Also wenn CO2 heute kommt, wenn nicht, dann... Ja gut, dann hat er halt Pech, würde ich sagen. Achso, du willst E-Punkt machen. Ändern? Nee, das End nö. Okay. Dann keine Ahnung, egal. Ich hasse dieses Geräusch. Wo ist denn der Kriepel jetzt hin? Da unten. Was ist? In der Unterwelt? Nein. Danke. Ich bin im Nether. Hat er dein komisches Schutzschild. Und da war er down. Und ich auch. Was? Warum du auch? Achso, Wizard-Effekt. Ich hab die. Ich wollte eigentlich schon Goldapfel essen, aber es hat nichts gebracht. Ah, ja, shit, ich brauch Blöcke, um mich hochzubauen. Blöcke, Blöcke, Blöcke da. Oh, der Wizard war recht easy eigentlich. Erst mit dem Bogen draufballern, bis er sein komisches Schutzschild hat und dann mit dem Schwert die restlichen paar Hits. Mhm. Es gibt eine Methode in der 1.16, wie man Items duplizieren kann. Wenn das Video rauskommt, ist natürlich bestimmt schon die 1.17 draußen, aber ja. Ich denke mal, in der 1.17 wird das dann genauso funktionieren. Das ist halt die Frage, wir haben es glaube ich nicht nötig, überhaupt ein Item zu duplizieren. Ey, du kannst damit selbst einen kompletten Inhalt einer Schalker-Box duplizieren. Was? Ja. Das heißt, wenn du da eine Full Enchanted oder Netherite-Rüstung hast und blockweise Netherite, kannst du das duplizieren. Würde ich aber sagen, nutzen wir nicht. Nö, nutze ich auch nicht. Was hab ich denn davon? Ich hab alles, was ich brauche bis jetzt, bis auf den Dreizack. Und den kann ich nicht duplizieren, wenn ich ihn nicht hab. Stimmt, der fehlt uns ja noch. Und du hast doch keinen Bogen gemacht, wenn man es genau mit. Keine Armbrust. Stimmt, Armbrust fehlt noch. Ja gut, dafür habe ich einen Bogen. Ich sag's auch nur. Aber du wolltest sie theoretisch haben, darum. Ja. So, da ist der Nether-Star. Das dahin, das kommt auf die 1, 2, 3, 4. Die Pfeile kommen dorthin, die Fressalien kommen dorthin. So. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich wollte eigentlich noch einen klatschen. Ich denke mal, das wird von der Zeit her hier jetzt auch nicht mehr ausreichen.
Nee, da bereits stand das andere Zeug vor. Ich war vorhin für eine halbe Stunde auf Dingsbums. Mhm. Und hab Enderperlen gefahren. Ja. Die werden wir noch brauchen. Ich glaube, wir haben nicht mal mehr eine. Nö, ich glaube auch nie. So, das, das und das. Jetzt habe ich mir das eine vergessen. Das machen wir dann gleich in der nächsten Aufnahme. Nee, das da, da rein. Das dahin. Das dahin. Die Blöcke werde ich behalten. Die kommen mit. Das, das und das. Die Goldäpfel lasse ich jetzt hier. Ich nehme mir aber noch mal Brot mit.